Am 26. April 2018 trifft Abgeordnetenwatch.de vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in einer mündlichen Verhandlung auf den Deutschen Bundestag. Abgeordnetenwatch.de hat den Bundestag verklagt, weil dieser sich weigert, Informationen zur Parteienfinanzierung herauszugeben. Es ist nicht die erste Klage der Transparenzorganisation. Fast 3 Jahre ist es her, dass Abgeordnetenwatch.de den Bundestag das letzte Mal im Gerichtssaal traf. Das Thema damals? Geheime Lobbyisten-Hausausweise. Das Gericht zwang den Bundestag zu Transparenz. Dazu im Gespräch Redaktionsleiter Martin Reier. Bevor wir über die aktuelle Klage sprechen, weißt du noch, was dir vor der letzten Verhandlung durch den Kopf ging? Ja, ich fand es damals eigentlich unfassbar, dass wir erst vor Gericht ziehen mussten, um zu erfahren, welche Lobbyisten im Bundestag ein- und ausgehen dürfen. Aber gleichzeitig war es eben auch ein gutes Gefühl, dass wir in einem Land leben, in dem wir unser eigenes Parlament verklagen können und dann am Ende auch noch Recht bekommen. Wie hast du die Verhandlung vor Gericht erlebt? Gibt es Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Es war eigentlich ein ziemliches Ungleichgewicht. Auf der einen Seite wir als kleine Initiative, auf der anderen Seite der Bundestag, der eine große Anwaltskanzlei beauftragt hatte, um sich vertreten zu lassen. Aber bei der Verhandlung wurde schon schnell klar, dass die Richter die Argumente des Bundestages eigentlich nicht so überzeugend fanden. Am 26. April geht es nun um wichtige Informationen zur Parteienfinanzierung. Was genau will Abgeordnetenwatch.de herausfinden? Der Bundestag ist zuständig für die Prüfung von Parteispenden, aber es ist eigentlich gar nicht klar, wie genau er prüft und vor allem, wie er dubiosen Zahlungen von Unternehmen an die Parteien nachgeht. Und deswegen wollen wir Einblick nehmen in die Prüfberichte des Bundestages und in die Korrespondenzen mit den Parteien. Und der Bundestag verweigert diese Auskünfte? Warum und mit welchen Argumenten? Der Bundestag will sich bei den Parteispenden eigentlich gar nicht über die Schultern schauen lassen. Er sagt, es gibt ein Spezialgesetz, das über unserem Auskunftsrecht steht und hat dafür auch extra ein Gutachten in Auftrag gegeben, um das zu belegen. Wir sind ganz anderer Meinung. Wir meinen, dass unser Auskunftsrecht eben höher wiegt und dass sich der Bundestag eben nicht der öffentlichen Kontrolle entziehen darf. Wie schätzt du die Chancen von Abgeordnetenwatch.de diesmal ein? Ja, wir haben eigentlich allen Grund, optimistisch zu sein. Wir haben gute Argumente und in erster Instanz haben wir auch schon Recht bekommen. Aber ganz egal, wie das Urteil ausgeht, wahrscheinlich wird der Fall bis vor das Bundesverwaltungsgericht gehen und es wird noch einige Zeit dauern, bis wir da Klarheit bekommen. Sie möchten wissen, wie es weitergeht? Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter von Abgeordnetenwatch.de und bleiben Sie über die Verhandlungen, geheimen Lobbyismus und Nebentätigkeiten von Abgeordneten auf dem Laufenden.